Hallihallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zum Dark Souls 300% Guide / Walkthrough. Ich bin wie immer Jaden und heute geht's ab durch die Crucifixion Woods. Das wird ein ganzes Stückchen Arbeit. Da oben haben wir Lothric Castle. Und hier oben sind wir tatsächlich gelandet. Ihr seht da hinten den Dragon Carcass, beziehungsweise den Wyvern Carcass von der anderen Seite, wo die ganzen Pilger tatsächlich gestorben sind, auf der anderen Seite. Wir sind tatsächlich auf diesem Turm da oben, auf diesem kleinen, gelandet. Und ja, hinter uns liegt einiges und vor uns liegt noch viel mehr, um genau zu sein. Ich habe allerdings ein paar gute Tipps für euch, denn die Kollegen hier, wir haben ja schon eine Fackel gekauft und die haben wir nicht ohne Grund gekauft, denn die kostet nur 300 und ist unendlich. Außerdem sind die Kollegen extrem weak gegen Feuer. Nicht vielleicht in der Art und Weise, wie man es gewohnt ist, aber ihr seht, wenn sie brennen, dann winden sie sich tatsächlich in Schmerzen. Und das bedeutet, dass ihr sie in Ruhe abfackeln könnt, beziehungsweise in Ruhe umnatzen könnt, ohne dass ihr Probleme habt. Vor allem später, wenn dann gerne mal 3 bis 4 Stück auf einmal auf euch zurennen. Aber wir gehen nicht den angedachten Weg durch dieses Level, denn der ist relativ ungut und unzugänglich und nicht wirklich optimal, um alles mitzunehmen, was man dann vielleicht brauchen könnte. Und in unserem Fall nehmen wir ja immerhin alles mit, was wir auch irgendwie nur auch nicht brauchen könnten. So wie diese Seele hier zum Beispiel. Und gehen praktisch den other way around. Und somit auch in eine ein bisschen eine andere Richtung. So, die Kollegen hier können tatsächlich ein bisschen nervtötend sein, weil sie nämlich ziemlich kleine, nicht so starke Angriffe machen können. Und Poison Mist versprühen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und wer gut hinschaut, der sieht da schon, dass da scheinbar jemand liegt oder etwas. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, um da hinzugehen und direkt anzugreifen, bevor uns das Vieh entdeckt oder angreift. Komplett durchhacken durch das Ding. Wenn ihr merkt, dass eure Ausdauer so low ist, dass sich gerade noch eine Rolle ausgeht, aber der Gegner noch mehr Leben hat, als ihr ihm theoretisch abnehmen könnt, dann rollt's von ihm weg. Die Gegner sind nämlich extrem und wir werden es jetzt eh gleich sehen, denn hinter diesem Baum befindet sich noch einer von den Kollegen, die uns gleich attackieren werden noch. Ihr werdet es gleich sehen, die sind extrem schnell, extrem hart und hauen raus wie nur was. Und da ist es wichtig, dass ihr wirklich drauf aufpasst, wie, wann und was ihr macht's. Vor allem eure Ausdauermanagement muss wirklich auf den Punkt genau passen. Die können tatsächlich auch eine Grab-Attacke machen. Ich bin froh, dass wir das jetzt noch nicht abbekommen haben. Die auch relativ ungut ist und ihre normalen Hits hauen auch ziemlich raus. So, bevor wir uns jetzt in diese, ich sage jetzt mal, Fluss-Sumpf-Teich-Area begeben, gehen wir hier in diese optionale Area rüber. Hier ist tatsächlich dahinter ein Crystal Lizard, ein riesengroßer und anscheinend ein Item, aber da kommen wir noch etwas länger nicht hin tatsächlich. Und da hinten, Dark Souls 1 Spieler werden sich freuen, ein alter Bekannter mehr oder minder, beziehungsweise jemand von den alten Bekannten, ein Black Knight of Londo. So. Ganz in Ruhe und langsam hier an der Seite vorbei. Tatsächlich, ich zeige euch jetzt erst einmal, wie ihr an dem Kerl vorbeikommt, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen tatsächlich. Macht es nicht allzu viel Krawall. Hier oben übrigens das Cell-Sword-Set. Relativ cool. Macht es nicht allzu viel Krawall, dann ist das auch alles kein Problem. Dann bemerkt er euch nämlich auch nicht. Und dann einfach hier ganz in Ruhe runterhüpfen. Hier auf der Seite ist noch ein Item. Und das sind die Cellsword Twin Blades tatsächlich. Die sind wie diese Twin Daggers, nur halt als normale Schwerter. Relativ cooles Item tatsächlich. Und hier ist tatsächlich eine Sackgasse. Und das Item, wegen dem wir hier sind, die Farron Coal. Diese Kohle ist mehr oder minder, also diese Glut ist mehr oder minder dafür da, um sie andere zu geben, dem Schmied. Damit der für uns nämlich neue Weapon Infusions machen kann. Es reicht nicht nur einfach, die Infusing Gems zu haben, sondern ihr müsst auch die richtige Kohle bei André dafür haben, weil er bestimmte Sachen nur mit der richtigen Kohle auch schmieden kann. Beziehungsweise mit der richtigen Glut. Wie gesagt, jetzt könnt ihr theoretisch einfach einen Run for it machen und wieder zurückgehen oder ein Homeward Bone, um wieder zum Bonfire zurückzukommen. Wenn ihr an dem Set von ihm interessiert seid, könnt ihr ihn tatsächlich auch abfarmen, er respawnt. Aber jetzt gehen wir erst einmal dazu über, ihn tatsächlich zu bekämpfen. Das Problem an den Kollegen ist tatsächlich, dass man sie zwar gut backstabben kann, aber der Backstab-Point tatsächlich nicht besonders einfach zu finden ist.
immer aufpassen, vor allem mit dem Greatsword ist der richtig happig. Ihr seht, ich habe ein gutes Gefühl schon für den, für den Backstep-Point von dem Kollegen. Deshalb ist das für mich überhaupt kein Problem. Aber es ist tatsächlich richtig schwer, da den richtigen Backstep-Point zu finden, denn der ist eher ein bisschen hinter seinem Schild, könnte man fast sagen. Also nicht direkt ganz hinter ihm, nachdem er eine Attacke durchgeführt hat, sondern eher so hinter seinem Schild. Dort ist der Backstep-Point. Das erfordert natürlich ein bisschen Übung und ist natürlich nicht das Einfachste auf der ganzen Welt, aber mit ein bisschen Übung geht das auf jeden Fall. Hier sehen wir ein paar von diesen kleinen Krabben. Die sterben hier natürlich mit zwei Schlägen mit unserer derzeitigen ausgerüsteten Waffe. Wir, hier hinten seht ihr auch schon diese Riesenkrabbe. Auf jeden Fall aufpassen, da hinten ist auch noch eine. Wir wollen auf keinen Fall gegen zwei dieser Riesenkrabben auf einmal kämpfen. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Denn die sind ziemlich hart. Hier wird es übrigens ein bisschen tiefer und ihr werdet praktisch, als hättet ihr zu viel Equipment an. Und das ist natürlich auch eine Sache, die eher zu vermeiden wäre. Achtung, wenn das Vieh kommt, schön ausweichen, eher ein bisschen später ausweichen als zu früh. Denn das Vieh haut ordentlich rein und man muss es nicht unbedingt übertreiben. Wenn ihr nicht unbedingt gegen das Vieh kämpfen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch vermeiden, indem ihr versucht, dran vorbeizulaufen oder sonst was. Meine Empfehlung ist es, trotzdem dagegen zu kämpfen, nicht zuletzt, weil es ein relativ cooles Item beinhaltet, das Ding. Aufpassen, vor allem nach der Hälfte der Leben gibt es teilweise eher so, wow, gibt so ein bisschen Combo-Attacken auch von dem Vieh. Oh, tot. Es hat natürlich auch eine Grab-Attack, die gilt es auch übelst zu vermeiden tatsächlich. Oh. Und wir werden gerade invaded tatsächlich von einem Spielercharakter, weil ich noch immer online bin, ich Idiot. Hopp. Wir haben gerade den Great Swamp Ding tatsächlich bekommen. Wir werden gerade von einem Kollegen invaded, der der Meinung ist, er kann uns da überraschen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das ist die erste tatsächlich PvP-Interaction, die wir bis jetzt haben. Und er kriegt natürlich den Parry raus. Unglaublich, der Kerl. Nicht zuletzt, weil ich anscheinend ein Vollidiot bin. Okay, Kollege, nochmal Estus rauf, alles klar. Ah, da wollte er einen Parry machen. Ah, ich sag's euch, Leute, das ist gerade hochspannend. Hup. Oh, wie er mir meine Weapon Art parried, das ist ja unglaublich. Alter, du bist nicht schlecht. Und er haut auch noch eine Weapon Art nach, tatsächlich. Zu früh geparried, Kollege. Ah, die Reach von der Weapon ist höher, als sie tatsächlich ausschaut. Ah, ich darf nicht den langen Weapon Art Schlag machen, denn der hilft tatsächlich überhaupt nicht, merke ich gerade. Oh, shit. Er hat noch Estus und wir nicht, das ist nicht gut. Aber er scheint auch schon Estus leer zu sein, denn er versucht jetzt auch schon auf Muss tatsächlich. Oh, shit. Oh, come on. Naja, es war auf jeden Fall interessant. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass ich tatsächlich im PvP gegen jemanden siege, der es anscheinend darauf abgesehen hat, gerade ein bisschen zu invaden. Nicht zuletzt deshalb, weil ich echt nicht der großartig gute PvP-Spieler bin und auch noch nicht so viel PvP in dem Game gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, dass wir tatsächlich eine Invasion bekommen haben von einem anderen Spieler. Finde ich relativ cool gerade. So, und jetzt sind wir auch schon wieder dort, wo wir aufgehört haben tatsächlich. Die großen Krabben droppen auch Titanite Shards, wenn ihr welche brauchen solltet. Aber was wichtig ist daran, die Krabbe tatsächlich zu töten, ist die Tatsache, dass hier hinter dem Baum das Great Swamp Pyromancy Tome liegt und die Conjurer Items. Also ein bisschen Pyromancy-Zeug für euch zum Abgreifen direkt.
Wir haben jetzt tatsächlich auch ein bisschen relativ, wir haben jetzt relativ viele Leben tatsächlich auch verloren, muss ich sagen. Das war nicht ganz so geplant. Ich hätte jetzt den Estus Flask nicht nehmen sollen, muss ich sagen. Wir benutzen jetzt einfach mal einen Ember. Das brauchen wir deshalb. Ich meine, ich hoffe, wir werden nicht wieder von einem Spielercharakter invaded. Denn ich möchte jetzt eigentlich hier kurz die Items abgreifen und dafür sorgen, dass uns tatsächlich ein NPC-Invader jetzt endlich holt da. Denn der sollte da irgendwo auftauchen. Der hat nämlich auch noch zwei Items für uns. Die große Krabbe da hinten schaut uns allerdings schon ein bisschen komisch an. Dementsprechend muss ich ein bisschen aufpassen, dass uns die nicht auch noch in den Rücken fällt. Das Grass Crest Shield können wir hier auch noch abholen. Yellowfinger Hazel, sehr gut, genau den Kollegen haben wir gesucht. So, wir gehen jetzt ein bisschen zurück und warten mal, bis Yellowfinger zu uns kommt. Wir haben nämlich kein Estus mehr, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ah, schauen wir mal, haben wir irgendwas, mit dem wir arbeiten können? Ich glaube nicht, mal schauen. So, wo ist Yellowfinger? Oh, die Crab hat anscheinend beschlossen, noch ein bisschen näher zu uns zu kommen. Das Viech kommt tatsächlich normalerweise nicht auf Land. Das ist schon einmal an sich eine relativ coole Geschichte. Es gräbt sich dann normalerweise ein, geht auch wieder an seinen Spawnpoint mehr oder weniger zurück. Ja, aber nicht so. Upp. Und da ist Hazel. Aber wir können die Krabbe gerade zu unserem Vorteil verwenden tatsächlich. Vielleicht kriege ich das sogar hin, dass ich die Krabbe Hazel töten lasse. Das wäre natürlich optimal, ne? Ah, ja, yes, genau so muss das sein, genau so muss das sein. Come on, come on, come on. Come at me, bra, come at me, bra. Naja, das dürfte nicht auf Hazel gehen, alles klar. Schön hinter dem Baum gehen. Ah, wir sind jetzt auch ein bisschen geslowt wegen dem Vieh. Immer aufpassen, vor allem wegen den Verzauberungen, die das Kerlchen tatsächlich mitpackt. Und dann wail on it like it's no tomorrow. So, ein bisschen Estus. Jetzt ist der Estus leer, sehr gut. Vor allem, wenn sie zaubert, schön circlen und dann ran. Oh, shit, 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 shit. Das könnte unser Ende sein, wenn wir nicht aufpassen. Ho! Na, gerade noch so. Holy crap. Ja, ihr seht, da geht viel Shit auf einmal ab. Aber es zahlt sich aus, denn wir bekommen die Hazel Pick and Santa's Crown. Das absolute Troll-Kopf-Item tatsächlich, um genau zu sein. Und es gibt tatsächlich in jedem Souls-Titel eines. Schaut dann so aus. Ich meine, wie awesome ist das? Mehr Trollen kann man, glaube ich, Leute, die man vielleicht invadet oder sonst was, eigentlich überhaupt nicht, glaube ich. Wie schaut das aus? Das schaut ja richtig behämmert aus. Fashion Souls ist nicht mein Ding gerade anscheinend. Nee, das war's nicht. Der da, genau. So. Aber ich sehe euch gleich wieder, denn ich muss definitiv... Oh, ich habe 3 Estus Flasks aus dem Kampf bekommen. Vielleicht muss ich gar nicht. Das wäre ja natürlich super gut. Ja, das passt schon so. Das passt schon so. Wir riskieren es jetzt einfach. Wir machen einen Run for it und risken das Ding. Ziemlich hart sogar, um genau zu sein. Denn jetzt kommt einer der Punkte. Und da, deshalb gehen wir auch unter anderem den Weg, weil es nämlich für uns vorteilhaft sein könnte, diesen Weg zu gehen tatsächlich. Denn hier warten 2 NPC-Gegner auf uns. Die gar nicht so, naja, ich sag einmal, gar nicht so ungut oder schwach sind tatsächlich. Wir versuchen jetzt einen einmal zu pullen von hier, wenn ich es hinkrieg. Geht sich das genau nicht aus? Ah, das geht sich, glaube ich, genau nicht aus. Ah, doch, sehr gut. Habe ich es geschafft, nur einen zu holen oder kommt der zweite jetzt auch gleich nach? Naja, ich glaube, das schaut gut aus. Ich glaube, das schaut sehr gut aus. Hoffen wir mal das Beste. So, da gibt es nämlich 2 Typen von denen tatsächlich und die sind beide jetzt nicht so besonders angenehme Kollegen, möchte ich einfach mal sagen. Am besten auch direkt ran und richtig schön draufhauen, vor allem wenn ihr eine Öffnung seht, der Kerl geht richtig leicht auch aus der Poise und hat sehr langsame Attacken, wie ihr gesehen habt, das heißt ihr könnt da gut, gut rangehen, gut draufgehen. Wir nehmen jetzt noch einen Estus-Flakon tatsächlich zur Sicherheit, denn den sein Freundchen hat ein ziemlich großes Schwert und ist auch nicht so besonders lustig benannt. Na komm, feuer deine Combo ab bitte. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir es so. Zack. Ah, der wollte uns kicken. Da hat er sich ein bisschen verirrt mit seinem Glauben, dass er das machen kann. Jetzt feuert er seine Weapon Art ab. Leider kein Backstep gerade, das ist schade.
Aber nachdem er seine Weapon Art abfeuert, kann man ihn schön attackieren, weil er dann relativ offen ist. Am besten immer ein bisschen zurücknehmen euch selber. So wie jetzt und dann rein. Aber da haben wir leider den letzten Hit abbekommen, deshalb ist unsere Ausdauer ein bisschen verschwunden dadurch. So, und jetzt ran. Und das war's. Sie wirken auch zu zweit nicht so, also sie sind tatsächlich auch zu zweit nicht so stark, wie sie vielleicht jetzt auf den ersten Blick wirken. Ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass ihr hier und da an denen vielleicht auch verrecken werdet, vor allem wenn ihr nicht wirklich darauf vorbereitet seid. Aber ich mache mir da weniger Sorgen, ehrlich gesagt, muss ich euch sagen, weil so ultra stark und gut sind die tatsächlich nicht. Oh, das Fallen Knight Set, das ist einer der Gründe, warum ich dieses Gebiet tatsächlich liebe. Denn dieses Zeug schaut echt abstrus cool aus. Ich meine, der Kopf ist jetzt vielleicht nicht so awesome, vor allem nicht in Kombination mit dem, was wir haben, aber die Fallen Knight Armor mit dem Kopf ist tatsächlich sehr cool. Also die ist richtig ultra cool, muss ich sagen. Aber wir sunbrown the shit out of this. Dementsprechend spützt es nicht. So. Zu dem Item da hinten kommen wir noch. Da kommen wir weil tatsächlich noch nicht drauf. Wir machen erstmal das hier. Denn hier befindet sich, das ist praktisch Farron Keep, wo wir uns gerade befinden. Und da unten fängt dann die Sumpf-Area an. Und wie wir schon vom lieben Hawkwood gehört haben, gibt es diese drei Flames, die man um zu den Abyss Watchers zu kommen, ausmachen muss. Und diese drei Flames seht ihr von hier oben schon einmal. Hier ist übrigens die Tür zu der Coal, die wir geholt haben vorhin. Ah, ich liebe diese Intricacy von den Gebieten und allem drum und dran. Es ist einfach faszinierend, wie gut das alles zusammengeführt ist und ausschaut. Außerdem, hier unten geht es tatsächlich nicht nur weiter ins nächste Gebiet, hier unten gibt es auch noch ein Bonfire. Und das kommt uns ja mehr als gelegen, möchte ich jetzt an der Stelle auch einfach einmal hinzufügen. So. Aber wir sind tatsächlich mit den Crucifixion Woods noch lange nicht fertig, vor allem wollen wir noch nicht nach Farron Keep. Denn die Crucifixion Woods sind auch gleich der erste wirkliche Dividing Path, sage ich jetzt mal. Also wirklich so ein Crossing Path, wo du wirklich tatsächlich einmal auswählen kannst, wo du tatsächlich im Spiel weitergehen willst. Und das nutzen wir tatsächlich, um uns natürlich erstmal zur Cathedral of the Deep durchzuschlagen. Denn wir haben ja gehört, dass Aldrich the Devourer in der Cathedral of the Deep auf uns wartet. Und das hört sich ja schon einmal nach einem ganz guten Plan an. So. Hier gibt es tatsächlich einen ganzen Haufen voller dieser kleinen Krabben und da hinten habt ihr auch schon gesehen, die große Krabbe ist auch schon wieder auf uns aufmerksam, glaube ich, geworden. Und hier liegt noch ein Item, nämlich Green Blossoms. Ich glaube, ich habe auch schon einmal über dieses Item geredet tatsächlich. Hier unten rein ist tatsächlich relativ interessant und wichtig. Aufpassen allerdings, da ist wieder einer von den großen mit diesem Holzgestell am Rücken. Und der ist dieses Mal nicht ganz so schlecht wie die anderen und schafft es tatsächlich, uns auszuweichen mitten in unserer Combo. Reicht allerdings nicht. Hier haben wir einen Sage Ring. Der ist tatsächlich für hauptsächlich Sorceries da. Und hier haben wir auch das Sorcerer Set. Und dem einen oder anderen wird jetzt vielleicht auch schon klar werden, warum wir das letzte Mal versucht haben, unsere Intelligenz ein bisschen nach oben zu bringen, weil ich auch gesagt habe, es geht um einen NPC. Der eine oder andere wird wahrscheinlich checken, dass es dabei sich um einen Sorcery-Lehrer tatsächlich handelt, um einen richtigen. So, hier ist tatsächlich noch ein Crystal Lizard. Den sollten wir auch mitnehmen. Crystal Lizards sind immer schön. Und der hat sogar einen Crystal Gem dabei. Kristalline Waffen, da könnten wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber reden, sind ja relativ interessant. Achtung übrigens, den Mage zuerst machen, nicht mit dem Dude mit dem Schild aufhalten lassen, denn der hält euch tatsächlich auch einfach nur auf. Ah, wenn ich nicht mich anstellen würde wie der erste Vollmongo, wäre das natürlich ultra optimal gerade. Diese Mages tatsächlich mit den großen Hüten halten auch um einiges mehr aus als die Kollegen. Also locker noch zwei Schläge extra. Immer mit einberechnen. Immer dran denken. So. Nehmen wir doch mal ein Estus-Flakon. Wir haben ja jetzt wieder welche. Hier gibt es tatsächlich auch noch ein tolles Item. Nämlich den Ring of Sacrifice. Von denen haben wir ja mittlerweile nur drei, glaube ich. Eigentlich sollte ich dann vielleicht irgendwann mal einen anlegen, wenn wir vor allem noch weiterhin online spielen. Hier nach hinten raus tatsächlich kommen wir dann tatsächlich auch zu dem Item, das da oben liegt, an das wir nicht rangekommen sind vorhin. Das ist ein Golden Falcon Shield. Also wer Fancy Shield sehr gerne hat, der kann sich da gleich einmal bedienen und seinem Souls, seinem Fashion Souls freien Lauf lassen.
Aber das ist nur ein Teil unseres Weges, den wir gehen. Und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg, denn es gibt noch ein bisschen was anderes. Wir sind jetzt mit ungefähr, sagen wir mal, ein bisschen was, ich sag zwei Drittel des Gebiets sind wir fast durch. Jetzt geht's da weiter. Da hinten geht's weiter zu dem eigentlichen Weg, von dem aus wir hätten kommen sollen, wahrscheinlich, um genau zu sein. Hier hinten geht's dann zum Bossgegner. Und hier auf der Seite gibt's eine Side-Area, eine kleine, die wir zuerst besuchen werden. Denn hier stoßen wir auf einen neuen NPC. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer, with plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. So you will make me a promise, that in exchange for my teaching, you will bring me knowledge, in the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Interessant an der Stelle. Als wir ihn gefragt haben, ob er uns beibringen kann, wie man mit Sorceries umgeht, wenn ihr nicht 10 Intelligenz habt, hätte er euch tatsächlich einfach gesagt, ihr sollt euch verpissen, weil Sorceries wahrscheinlich nicht wirklich was für euch sind. Ja, aber wir versprechen ihm natürlich, dass wir ihm Scrolls bringen, wenn er uns dafür im Gegenzug beibringt, wie man damit umzugehen weiß. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck of Vinheim. Unkindled one. I shall teach you sorceries. Na, das klingt doch gut. We will learn together. It shall be like our very own school. Er scheint auch auf jeden Fall ganz glücklich damit zu sein. All diese wundervollen Scrolls mit Zaubern, die er jetzt gerade zurückgelassen hat. All dieses uralte Wissen, das unfassbar fragil ist. Fuck that shit. I ain't got nothing on that shit. So. Aber allen Spaß beiseite, ja, da wird auf uns gefeuert. Das können wir auch. Ah, der blockt. Und den Sorcerer da hinten können wir gerade nicht attackieren, weil er beschlossen hat, nicht so wirklich in unserer Vicinity zu bleiben. Da ein paar Blue Bug Pellets zu mitnehmen noch. Aber wir verzichten jetzt einfach mal darauf, da runter zu hüpfen und da unten noch was zu machen. Egal. Der interessiert uns gerade auch überhaupt nicht. Aber, was uns interessiert, Achtung übrigens, nicht darunter fallen an dem Feuer, da sitzen zwei von diesen wahnsinnigen Creatures. Und die sind ja nicht so prickelnd, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Am besten hier ganz langsam reinspazieren, alles mit der Ruhe. Nicht übertreiben, bitte. Nicht zuletzt deshalb, weil er dann schön an den Backstep rankommt. Und den Kollegen da unbedingt zuerst umhauen. Auch wenn der Magier nicht der coolste ist und euch ein bisschen zusetzt schon. Aber ihr seht, der ganze Raum ist voll mit Gegnern. Und wenn wir aus der High Wall of Lothric 1 gelernt haben, dann, dass Gegner, die irgendwo rumlehnen, immer von den Gegnern mit diesen komischen Laternen aufgescheucht werden. Und das wird ganz schnell ganz ungut, wenn ihr nämlich nicht gut genug aufpasst und tatsächlich den Kerl mit seiner Laterne rumschwingen und schreien lasst. Das kann nämlich keiner so wirklich brauchen. Das sind doch relativ viele Gegner auf einmal und da kann es schneller mal ein bisschen unübersichtlicher werden. Hier natürlich ein Sorcerer Staff auch noch. Ja, ihr seht schon, in dem Gebiet gibt es ziemlich viel Pyromancy, Sorcery Staff und sonstiges. Einfach nur für alle was dabei. So. Wir haben hier jetzt eine Entscheidung zu treffen, wie soll es hier weitergehen. Wir machen zuerst einmal einen Weg hier rüber. Und holen uns die Soul of an Unknown Traveler. Und da kommt auch schon einer von den Kollegen, die wir vorher gesehen haben. Bisschen zurückgehen, schön warten, bis ihr eine Öffnung kriegt. Aufpassen, der macht teilweise 5er und 6er Kombos, das ist tatsächlich der Grab. So, und jetzt seine Poise ausnutzen. Ach, sehr gut, uns hat es nicht auch noch mit runter gepfeffert.
Ja, das Item gehen wir jetzt tatsächlich nicht holen. Wir wollen nämlich nicht unbedingt da unten feststecken. Da müssten wir nämlich wieder zu der großen Krabbe da nach hinten. Und das wollen wir auch eigentlich vermeiden. Der Kollege liegt da hinten rum. Den werden wir einfach direkt uns so annähern. Und auch wenn wir da ein bisschen gegen den Stein geklopft haben, haben wir es schön geschafft, den in einem Schwupp umzubringen. Ember beim Feuer, natürlich, wo sonst. Da oben sind wieder Kollegen mit solchen, Teilen. Aufpassen. Wie gesagt, die sind nicht so easy. Und deshalb haben wir auch eine Fackel dabei. Die kostet immerhin nur 3. Upp. Aber die Fackel bringt uns natürlich auch nur was, wenn wir sie auch einsetzen können. Nicht so, wie ich das gerade mache. So, erstmal anzünden und dann angreifen. Anzünden, angreifen, anzünden, angreifen. Das ist ein relativ einfaches Konzept, mit dem man arbeiten kann. Und hier gibt es den Estus Shard. Zeit wird's, wir brauchen echt mehr Estus Flasks. So. Und jetzt können wir tatsächlich auch noch in die andere Richtung von dem Ding gehen. Allerdings wird es da jetzt noch nicht mehr allzu viel geben, außer einem Summon sein für den Holy Knight Hodrick. Der Kerl, der uns schon mal invaded hat und der uns die Mountmakers Covenant tatsächlich angedreht hat. Der hat sich gedacht, oh, ich helfe ihm vielleicht auch mal aus, ne? Noch zwei von den Kerlchen da rumgestanden, aber sonst nicht mehr viel tatsächlich. Bei diesen Mountmakers ist halt immer ein bisschen Caution zu applyen einfach. Ich meine, wir haben es eh schon geklärt, die sind halt nicht nur freundlich, dementsprechend ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Lieber nicht unbedingt drauf einlassen und es gibt genug White Phantoms, die ihr beschwören könnt, theoretisch. Ah, da kommt doch schon der nächste von denen. Ah, so viel Bullshit auf einmal. Dabei wollte ich da doch ganz in Ruhe gerade durch. Ah, was machst du? Wo kommst du her? So. Diese ganzen Wälder hier sind echt voll mit den Typen und wir kommen jetzt auch schon wieder langsam an den Anfang zurück, wo wir tatsächlich hergekommen sind. Aber, wenn ich mich weiterhin so anstelle, wird das nix. Come at me, brah. Please alone. That would be nice. Oder auch nicht, okay. Ah, und diese dummen Schwünge tatsächlich auch. Die kann man auch relativ gut backstabben dazu, tatsächlich. Ich bin nur gerade momentan echt nicht in der Lage dazu. So. Ach Gott, die Kollegen machen einen echt nervlich fertig. Erstmal ein bisschen Estus schlürfen und hier ein Bonfire abgreifen tatsächlich. Bonfire sind ja für gewöhnlich immer recht nett. Nicht zuletzt, weil man sie verwenden kann, um als Checkpoint zu fungieren. Aber warum erkläre ich euch das? Mittlerweile ist das auch klar. So. Und den Kollegen auch noch. So. Da gibt es noch ein Item. Naja, eine Miniseele. Das kann wieder keiner brauchen. So. Wie ihr vorhin vielleicht schon gesehen habt, sind da unten auch noch ein ganzer Arsch voll Gegner. Aber da drüben steht noch einer von denen, die uns dann vielleicht in den Rücken fallen werden. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Außerdem gibt es hier noch das Twin Dragon Great Shield. Also wenn ihr Freunde von tollen Schilden seid, ist das Twin Dragon Great Shield vielleicht was für euch. So, jetzt kümmern wir uns mal um den Haufen da. Die tatsächlich einen Titanite Shard bewachen. Aber der ist ja auch nicht so important mehr, denn eigentlich haben wir alles irgendwie, zumindest unsere Hauptwaffe, schon an dem Punkt upgradet, wo Titanite Shards nicht mehr wirklich unser Problem sind. Unser Fokus sollte schon eher auf Twin Titanite Shards liegen, aber bis wir zu denen kommen, dauert es noch ein bisschen. Und da Pickle P und Pumperum nicht mehr mit uns traden dafür, nachdem wir es einmal schon gemacht haben, ist das natürlich ein bisschen traurig und schwer. So, da sind gleich 3 Stück von den Kollegen auch wieder. Einfach möglichst schnell ran, dann habt ihr vielleicht auch eine Chance, dass ihr nicht komplett überrannt werdet von ihnen. Da kommt nämlich noch ein 4. auch dazu. Und da hinten steht auch noch einer von den Kollegen. So. Jetzt haben wir es dann aber auch bald. Man möchte es fast kaum glauben, aber wir sind dann bald durch mit dem ganzen Mist hier. Zuerst, tatsächlich, das mit der Fackel geht tatsächlich auch bei Hunden, wenn ich es nicht komplett verfehlen würde. Aber egal.
So, zuerst du. Zack. Winde dich im brennenden Schmerzen. Und noch ein Titanite Shard. Und wer gut aufgepasst hat, der weiß, wo wir exakt genau gerade sind. Nämlich wieder am Anfang des Levels tatsächlich. So. Wir sind dann da auch schon so weit durch. Hoppala, kommt von hinten auch gleich einer. Dich habe ich nicht aufgepasst. Oh. Gerade aufpassen, gerade wenn ihr mit relativ wenig Stability rumrennt und vielleicht weniger Ausdauer, dann kann es euch passieren, dass dieser Charge, den die auf euch abfeuern, euch tatsächlich komplett aus der Poise rausbringt und eure ganze Ausdauer frisst, was total ungut ist. Und sehr schnell für den Tod sorgen kann. Und das ist ja auch lieber zu vermeiden. Am besten immer während dem Blocken auch gleich auf eine der Seiten circlen, damit ihr den nicht den ganzen Charge abbekommt. Dann ist das relativ einfach zu vermeiden alles so. Aber ich glaube, das war heute für heute auch schon wieder genug, denn das Einzige, was noch übrig ist für uns tatsächlich, ist der Raum vor der Boss-Area und dann der Boss und das, was nach dem Boss kommt. Und dann sind wir mit den Crucifixion Woods dann auch schon soweit fertig, man möchte es kaum glauben. In der Zwischenzeit von dieser in die nächste Episode werde ich natürlich erstmal unsere Estos auffüllen gehen und hoffentlich mit Grey Red widersprechen, der mittlerweile schon wieder da ist, mal schauen. Wenn es irgendwas Spezielles gibt, das irgendwie lore-technisch wichtig sein sollte, dann werde ich es euch natürlich auch noch zeigen, dann am Anfang der nächsten Episode. Aber ansonsten, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao, baba, ich war wie immer euer Jaden.